Jati Asana, die Stellung des Asketen oder der Asketin. Rafaela zeigt, wie es geht. In der Sitzstellung gib die Fußsohlen zusammen, dann verdrehe die Füße so, dass du auf den Fußkanten sitzt, die Fersen sind vorne, die Zehen sind hinten. Dann gibst du die Ellbogen auf den Boden, erst einen Ellbogen, dann den anderen und gibst den Kopf nach hinten, bis der Scheitel auf dem Boden ist. Jati Asana ist wie eine Variation von Fisch und auch von Supta Vajrasana. Es stellt besondere Herausforderungen an eine bestimmte Flexibilität der Hüften und der Fußgelenke. Jati Asana, Asketenstellung, hilft, Brustkorb zu dehnen, Bauch zu weiten, Energie in Manipura, Anahata und Vishuddha Chakra zu aktivieren und natürlich wie alle Fischvariationen ein Gefühl von Freiheit, von Freude, Herzensöffnung zu erfahren. Alle Informationen zu allen Fischvariationen findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.